Moin Leute, im heutigen Video möchte ich euch einmal kurz zeigen, wie man die Radiolink RC8X auf den neuesten Softwarestand bringt, was für Fehler dabei passieren könnten und es gibt eine neue Software, deswegen nehme ich das zum Anlass, euch das zu zeigen und natürlich auch auf Deutsch zu zeigen. Radiolink hat selber ein Video dazu, sehr gut gemacht. Wir machen es hier ein bisschen simpler und halt für die, die es nicht verstehen, auf Deutsch. Ich habe noch neue Empfänger gekriegt von Radiolink, das ist auch ein Grund, warum es ein Update gibt. Das sind die gleichen, die damit bei sind, allerdings in der 2.1 Version. Das Update auf 1.1.5 ist die neueste, dadurch soll es latenzmäßig was besser sein und so weiter, schneller mit entsprechenden schnellen Servos. Das klingt auf jeden Fall interessant. Und wie macht man jetzt das Update und was für Fehler könnten dabei passieren? Also erstmal ist eine SD-Karte hier drin. Ich mache das Update gerne, indem ich die SD-Karte raushole, die Software raufschiebe und wieder reinstecke und sie dann update. So, man kann natürlich auch eine andere SD-Karte nehmen und das darauf tun und so weiter. Wichtig ist, dass die Ordnerstruktur, also erstmal geht ihr natürlich auf die Radiolink-Seite und holt euch die neueste Software runter. Da kommt eine ZIP-Datei, die entpackt ihr und da sind dann 5 Ordner. Firmware, Fonts, Sounds und so weiter. Die muss komplett so wie sie ist auf die SD-Karte geschoben werden und reingesteckt werden. Dann aber nicht starten, weil sie kann dann nicht starten, wenn das, was da drauf ist, nicht zu dem Eingespeichern passt, sprich zu der vorigen Firmware. So, schiebt ihr nur den Ordner rüber, das ist auch schon, kommt auch schon Error, dann geht hier nichts. Ja, das sind alle so viele, die auf jeden Fall schon mal passieren können. Andere Möglichkeit ist, per USB-C anzuschließen und dann entsprechend im USB-Mode, den zeige ich euch gleich, die über den Rechner halt das raufzuschieben. Ich mache lieber den Weg, die SD-Karte zu beschreiben. Wenn ihr das dann getan habt und habt jetzt hier die Software ausgetauscht, wenn ihr natürlich die vorhandene SD-Karte reinschiebt oder auch anschließt und ihr schiebt dann die Ordnerstruktur rüber, sagt natürlich der Computer oder der Mac, alles ersetzen, weil die Namen natürlich gleich sind. Natürlich ersetzt ihr das alles komplett und macht es nicht doppelt und dreifach drauf. Ist ja irgendwo auch logisch. Auch ein Fehler, der passieren könnte. Dann müssen wir sie in einem speziellen Modus, habe ich auch schon mal im Unboxing gezeigt, starten. Dazu nimmt ihr die oberen beiden Trim-Button, das ist DT1 und DT2, und drückt sie zueinander und schaltet sie dann an. Oh, sie ist ja noch an. Der Fehler sollte natürlich nicht passieren. Erstmal ausmachen. So, wir schalten sie jetzt an. Und siehe da, wir sind im Upgrade-Modus. So, da habt ihr halt den USB-Mode oben, ihr habt Update to the Latest, das ist für die komplette Software aktualisieren und Upgrade to Pacific und wieder ausschalten. Wir wollen natürlich komplett, ne, und nicht nur Teile davon. Haben wir uns ja auch so runtergeladen, wie ich es gerade gesagt habe. Jetzt können wir mit dem oberen Drehrad hier hin und her scrollen, aber wir können nicht da drauf drücken, um das zu bedienen. Eingabe ist dann hier unten. So, jetzt gehen wir auf Update the Latest. Eingabe, ja, möchten wir und er macht Update successfully, ist rucki zucki fertig. Das war schon, Leute. Ne? Einfach nur Update the Latest, bestätigen, zack, fertig. Jetzt gehen wir hier auf Power Off, das unterste, und machen sie wieder aus. Starten sie neu. To Radiolink. Da hat sich natürlich nichts verändert gegen das, was ihr vorher alles eingestellt habt, aber wir haben neue Informationen, die neue Software drauf. Und bei Empfänger ist natürlich jetzt hier zurückgesprungen auf V1 FASS, aber in der Empfängerliste hier sind jetzt schon mal wieder neue drin, wie ihr sehen könnt, die 2.1, die ich da auch bekommen habe von Radiolink. Und ja, so, das dazu, jetzt ist sie auf jeden Fall auf dem neuesten Stand. Und für diejenigen, die es nicht verstanden haben, konnte ich es hoffentlich ein bisschen verständlicher machen. Ich bin jetzt höchst gespannt, endlich die Fernsteuerung im Einsatz zu haben. Jetzt hat sich das nicht ergeben. Jetzt kann ich sie auf jeden Fall bei mal ein paar mehr Autos anbringen. Und wie gesagt, es gibt neue Empfänger. Und ja, Leute, ich danke euch fürs Zuschauen. Und dann bis zum nächsten Mal.